Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir ein neues Haus hier gekauft und ich wollte euch das mal zeigen. Aber Freunde, an diesem geilen Haus gibt es leider einen Nachteil. Und zwar, ich lebe hier nicht alleine, denn unter mir lebt ein... Ach, ich will das Wort schon gar nicht aussprechen, aber da lebt auf jeden Fall so eine komische Kreatur, so eine komische Gestalt. Die macht auch immer Geräusche von sich. Gehen wir mal ganz kurz zur Tür und belauschen die mal. Genau darüber rede ich, Leute. Aber, wisst ihr was, ich bin trotzdem super zufrieden mit meinem Haus. Kein Problem, Leute, dann wohnt er halt, weil mein Haus ist übertrieben krass. Ich gehe mal da kurz rein, ich will euch nämlich mein Haus zeigen. Ich glaube, ihr werdet alle richtig baff sein. So, das ist die Eingangstür, wie man sehen kann. Boah, einfach 70 Zoll Fernseher habe ich mir gegönnt. Man muss sich auch mal was gönnen, ne? Mein Kühlschrank, hier meine Kochinsel, hier mein Arbeitsbereich, wo ich hier meine Videos cutte und mein Schlafbereich. Aber, Leute, ich sag's euch. Die letzten Nächte, ich lebe hier seit 2 Tagen und die letzten Nächte, ich höre immer nachts irgendwelche Geräusche von diesem Typen. Ihr glaubt mir nicht? Okay, Freunde, ich lege mich mal hin und wir werden uns in ein paar Stunden, wenn es Nacht ist, wiedersehen. Ein paar Stunden sind vergangen, aber der Typ hat immer noch keine Geräusche von sich gegeben. War das vielleicht einfach Zufall, dass die letzten 2 Tage das passiert ist? Ah, scheiß drauf, ich muss eh ein Video cutten. Och Mann, ich dachte, heute bin ich mal endlich davon verschont. Ey, wisst ihr was, mir reizt. Ich gehe mal runter zu dem Typen und ich muss ihm mal eine harte Ansagen rausballern. Jetzt reizt mir wirklich. Ey! Können Sie mal aufhören, jedes Mal um die gleiche Uhrzeit so viel Lärm zu machen? Ich dachte, wir sind Nachbarn. Was haben Sie für eine Axt in Ihrer Hand? Können Sie mal bitte mit mir reden? Entschuldigung, Sie belästigen mich gerade. Das ist Ihnen schon bewusst, oder? Kommen Sie noch ein bisschen näher und ich werde Ihnen eine Schelle verteilen. Raus! Raus! Ja, aber dann hören Sie auch auf, hier so viel Lärm zu machen. Raus, können Sie mal weggehen? Jetzt halten Sie mal Ihre Schnauze! Leute, ich gehe mal kurz bei ihm rein und guck mal, was bei ihm da los ist. Kann und... Oh, was ist das für eine Bude? Wie sieht's denn hier bitte aus? Oh mein Gott! Was? Leute, wie kann man hier nur so leben? Oh mein Gott, was ist hier drinne? Hä? Ist das nicht Spider-Mans Kostüm? Der Typ scheint ein richtiger Fan von Spider-Man zu sein. Boah, das einzig Geile ist dieses Kostüm hier, aber... Boah, ihr stinkt so übertrieben. Ich muss hier dringend wieder raus. Boah. Ah, ich hoffe, er ruft die Polizei jetzt nicht an. Aber ganz ehrlich, ich beschwere mich ja dann einfach, dass er so viel Lärm macht. Und außerdem hat er eine Axt in seiner Hand. Ich hoffe, ich kann jetzt einfach mal gemütlich schlafen. Geht doch nicht, dass ich jeden Tag... Ich habe so ein geiles Haus hier gekauft, war übertrieben teuer, aber niemand hat mir gesagt, dass unter mir einfach so ein Streuner lebt. Was sind das für komische Geräusche? Was macht der Typ da wieder? Was hat er in seiner Hand? Ey, ich muss da nochmal raus. Ich bin kurz davor, wirklich die Polizei zu alarmieren. Was macht der Typ da? Ey, was machen Sie da? Was haben Sie da für eine Waffe in Ihrer Hand? Was ist das? Lassen Sie den Hund in Ruhe. Hundi, hat er dich verletzt? Oh mein Gott, der arme Hund. Was haben Sie da gerade in Ihrer Hand gehabt? Zeigen Sie mir das mal. Zeigen Sie mir das mal. Ich rufe sofort die Polizei an. Da kamen irgendwelche Seile gerade raus. Stimmt das? Nein. Hä, der ist gerade durch die Wand gerannt. Oh mein Gott, wie macht er das? Bleiben Sie mal kurz stehen, das geht nicht. Ich kann so nicht leben. Unter mir lebt einer, jemand so wie Sie. Und was haben Sie da in der Hand? Nee, das geht so nicht. Ich muss mir die Waffe angucken. Tut mir leid, wenn Sie mir die Waffe nicht geben wollen, dann muss ich mit Gewalt leider mir die Waffe nehmen. Hä? Oh mein Gott, was ist denn das? Was ist das für eine... Nicht die Waffe benutzen. Nein. Was ist das? Nein. Was ist das für eine Waffe? Wie haben Sie diese Waffe hergestellt? Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich kann damit Seile... Was? Nein, das ist, ich habe Spinnen gegessen, sie wieder ausgespuckt und dann wieder gegessen und dann habe ich sie verbunden mit meinem DNA. Verstehen Sie das? Mein Gott. Und warum haben Sie ein Spider-Man-Kostüm? Ich bin Spider-Man. Du bist nicht Spider-Man. Du bist Spider-Man auf Wish bestellt. Das ist schon bewusst, oder? Ich bin Spider-Man. Hä? Aber das tut mir irgendwie nicht weh. Er hat mir so eine fette Schelle gegeben. Moment mal, liegt das an der Waffe? Liegt das einfach an der Waffe? Gib mir die Waffe. Nein, gib mir die Waffe. Lassen Sie mich in Ruhe. Oh mein Gott, ich fühle mich so stark. Ich fühle mich so unnormal stark. Ich muss dieses Kostüm nehmen. Ich glaube, er wollte einfach Spider-Man sein. Wisst ihr was? Wir sind jetzt Spider-Man. Oh mein Gott, Leute. Jetzt bin ich einfach Spider-Man auf Wish bestellt. Ich bin jetzt das Spider-Man auf Wish bestellt. Zu krass. Ich hoffe, er ruft echt nicht die Polizei. Leute, ich wollte ihm nicht wehtun, aber ganz ehrlich, was hat er da für eine mysteriöse Waffe? Ich glaube, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen.
Lass uns das mal ausprobieren. Ey, sag mir nicht, das klappt. Oh mein Gott, Freunde. Ich bin einfach jetzt Spider-Man. Wisst ihr was? Ich werde jetzt für Gerechtigkeit sorgen. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass in dieser Stadt alles richtig verläuft. Alles so, wie es mir passt. Weil die ganzen Polizisten, die kriegen doch eh nichts auf die Reihe. Und mit dieser Waffe, Leute, diese Waffe verleiht mir Kräfte, von denen ich gar nichts wusste. Oh mein Gott. Lass uns aber morgen auf den Weg gehen. So, Leute, neuer Tag. Ich würde mal sagen, das war natürlich nur Spaß. Ich gebe dem Typen seine Sache wieder. Ja, sonst Diebstahl, würde ich einfach seine Sachen nehmen. Gehen wir mal runter und gucken, ob er sich irgendwie, ja, ob wir uns irgendwie nochmal bei ihm entschuldigen, weil das, was ich gestern Abend gemacht habe, das war ein bisschen zu hart. Aber er hat mich die letzten 3 Tage so aufgeregt, Leute. Und diese komische Waffe, die ich hier gesehen habe, ich weiß nicht, ich habe sowas noch nie gesehen. Damit habe ich mich auch komisch stark gefühlt. Ich glaube, die Waffe ist eh verhext. Sollten wir dringend mal wieder bei ihm lassen. Hallo? Sind Sie noch hier? Komisch, der ist nicht mehr da. Naja, wenn er da nicht da ist, dann kann ich ihm die Sachen auch nicht zurückgeben. Dann würde ich mal sagen, ich behalte das Item 1-2 Tage noch bei mir, bis er wieder da ist. Dann gebe ich ihm das ganz schnell zurück. Aber Leute, na dann würde ich sagen, lasst uns Spider-Man werden. Und so tun, als ob wir wirklich Spider-Man sind. Wisst ihr was? Wir brauchen einen Namen. Ich nenne mich Spider-Sue. Lasst uns in die Innenstadt gehen. Let's go. So Leute, wir sind jetzt in der Innenstadt angekommen. Und irgendwie fühle ich mich so an, als ob ich schneller rennen kann. Was? Ich kann auch... Ich kann ja übertrieben weit springen. Ist das wirklich an... Liegt das wirklich an der Waffe? Oh mein Gott. Wow. Hä? Ich dachte, ich bin tot. Das hat mir gar nicht wehgetan. Oh mein Gott. Ich kann einfach von Dach zu Dach springen. Und es tut mir einfach nicht weh. Was ist das für eine Waffe? Ich krieg langsam richtig Angst. Hä? Meine Nervensynapsen zeigen mir, dass da was gleich Böses passieren wird. Ich muss da hin. Da vorne. Da ist irgendein Bösewicht. Was erzählt er da? Ich bin jetzt auf Position. Wir können gleich starten. Okay, sehr gut. Ja, ja, ich nehme alle Fahrzeuge mit, die da sind. Genau. Mein ja. Gott, der hat was Böses. Der macht mir richtig vor. Lang. Ich auf muss ihn Kommando aufhalten. Los. Aber ich habe noch keine Beweise. 1, los geht's. Ich habe noch keine Beweise. Hoch, das Auto aus. Ich muss dahin, Leute, ich muss dahin. Was passiert da? Hat er ihn gerade umgelegt? Mit den Schlüsseln, ja, mit den Schlüsseln. Hey, ganz hey, gut hallo, hallo, bitte nicht schießen. Ich verkaufe ich will alles mitnehmen, nein. Rolls Royce, alles. Haben wir verkauft. Gehen ist Sie mir raus. Egal, dann halt, stopp! Stopp, 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 stopp. Meine hey, Damen und Herren, was ist denn hier los? Du kennst mich nicht? Wer bist du denn? Du kennst mich nicht? Ich bin Spider-Sue. Früher oder später wirst du mich noch kennenlernen. Du siehst einfach aus wie ein Kindergeburtstag. Ihr lacht mich wirklich aus? Ihr legt euch mit dem Falschen an, das ist euch schon bewusst, oder? Das ist euch schon bewusst, oder? Ey, ich mache hier gerade was für die Erwachsenen, geh beiseite. Du bleibst jetzt hier schön stehen. Ey, was machst du da? Du bleibst jetzt hier schön stehen, Freundchen. Jetzt folgt mir mal. Und wenn ihr einmal schießt, dann seid ihr tot. Kommt schnell zu mir. Komm, Spider-Sue, danke. Haben Sie Probleme hier gehabt? Ja, die wollten mich überfallen. Ja, das habe ich gerade gesehen, dass sie Probleme hier hatten. Ich würde mal sagen, Spider-Sue hat wieder eine gute Tat erfüllt. Ihr Schweine. Verbreiten Sie meinen Namen, ja? Die bösen Menschen sollen wissen, wenn Spider-Sue hier erscheint, dann werde ich für Angst und Schrecken sorgen. Oh nein, tut mir leid. Beherrschen Sie sich mal. Aber, na, dann würde ich mal sagen, Sache auf... fällt mir gerade ein. Bist du nicht Spider-Man? Ich habe dich doch im Fernsehen gesehen. Ich bin doch nicht Spider-Man. Ich bin viel cooler als Spider-Man. Ich bin Spider-Sue. Und auf Wiedersehen. Wenn Sie wieder Hilfe brauchen, dann werde ich da sein. Ich kümmere mich um den Rest hier. Let's go. Und wieder eine gute Tat vollbracht. Also, das mit den Seilen muss ich auf jeden Fall noch besser hinbekommen. Aber das kriegen wir hin. Meine Nervensynapsen zeigen, dass ich zum Würfelpark gehen muss. Da wird eine Frau belästigt. Ich muss dahin. Ich muss sie retten. Let's go. Auf zum Würfelpark. Leute, wir sind gleich beim Würfelpark angekommen. Ui. Ey, ich fühle mich so cool als Spider-Sue. Wow. Ui. Oh mein Gott, ich fliege zum Mond. Nein, 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 nein. Nicht, dass ich dadurch doch sterbe, weil das vielleicht zu weit nach oben war. So weit bin ich noch nicht nach oben geflogen. Ich muss auf jeden Fall besser damit umgehen. Aber kriegen wir hin. Wir sind gleich am Würfelpark angekommen. Hä? Sind die da hinten?
Nein, ich will nicht wieder mitkommen. Ich will noch, muss noch lernen. Amira, hör mal zu. Du weißt, ich stehe auf dich, du schießt auf mich. Naja. Lass uns das doch einfach jetzt festmachen. Nein. Ich kann euch nicht mehr vertrauen, euch Männern. Sue hat mich letztens auch am Strand vergessen. Du benutzt die ganze Zeit mein Auto und nimmst die ganze Zeit Geld von mir? Das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. Jedes Mal fragst du mich nach den gleichen Sachen. Und wenn ich eine Sache zurückverlange, dann bist du gleich pissig. Nein, Mann. Hey, ich kenne sie. Bleib jetzt hier, hab ich gesagt. Ist das nicht Amira? Aua! Moment! Spider-Stew ist hier direkt wieder zur Stelle. Haben Sie der Amira was getan? Hallo, junger Mann? Gehen Sie mal bitte Ihre eigenen Probleme klären. Junger Mann, Sie haben einfach hier gerade die Frau geschlagen. Das geht so nicht. Wer denken Sie, wer Sie sind? In meine Faust gefallen. Bleiben Sie mal kurz stehen. Ich kenne Sie doch von früher. Heißen Sie nicht Amira? Wer sind Sie? Ich bin Spider-Sue. Machst du dich gerade an meine Freundin ran? Nee, kein Problem. Deine Freundin. Geh weg hier. Du denkst auch, deine Schläge tun mir weh. Du denkst auch, das tut mir weh, oder? Das ist ein Schlag eines Mannes. Genau so. Und nicht anders. Bam. Oh mein Gott. Die Polizei kommt gerade. Aber ich war hier wieder direkt schneller. Wow, danke. Oh mein Gott, wie kann ich dich erreichen? Ich will dich nicht kennenlernen. Gar nicht. Wie? Doch. Tschüss. Ich liebe dich, danke. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Ich glaube, die hat sich in mich verliebt. Aber ich habe keine Zeit für sie. Denn wir sind Spider-Stew. Let's go. Okay, Leute. Was sollen wir als nächstes machen? Wohin soll ich als nächstes? Gerade gehen keine Nervensynapsen an bei mir. Das heißt, alles ist gerade in Ordnung. Vielleicht sollte ich einfach ein bisschen trainieren gehen und lernen, wie ich auf jeden Fall damit besser umgehe. Sollen wir mal gucken, ob der komische Streuner wieder da ist? Aber ich kann ihm eigentlich diese Sachen nicht wieder zurückgeben. Ich bin einfach ein ganz anderer Mensch so. Wee, let's go! Bleib schön! Bleib schön! Was ist das für eine Stimme? Bleib stehen! Ja. Er fliegt ja genauso hoch wie ich. Wer bist du? Woher hast du diese Waffe? Kann ich dir nicht sagen. Woher hast du diese Waffe? Was ist das für eine Gestalt? Ist das ein Mensch? Ich brauch diese Waffe. Gib mir diese Waffe. Ich kann dir die Waffe nicht geben. Da bist du. Gib mir die Waffe! Ah! Oh mein Gott, ich bin einfach komplett weggeflogen. Das ist kein Mensch. Ich wäre als normaler Mensch komplett tot ohne diese Waffe. Dann wäre ich schon tot. Ich muss hier weg. Wer ist das? Oh mein Gott, ich muss hier sowas von weg. Ich muss hier weg, das ist kein Mensch. Ich muss nach Hause. Was war das für eine komische Kreatur? Lass uns mal erstmal nach Hause gehen und gucken, ob der Streuner wieder da ist. Boah, was für ein anstrengender Tag das heute war. Wir haben so viele Leute gerettet. Aber das Komischste an der ganzen Sache heute war, was war das für eine Kreatur? Und ist der Streuner noch hier? Ich geh mal gucken, weil ich kann ihm die Sachen eigentlich nicht wiedergeben. Geht auf gar keinen Fall. Ich muss einfach jetzt für Gerechtigkeit sorgen. Leute, wisst ihr was? Ich glaube, wir legen uns jetzt einfach hin. Das war ein zu anstrengender Tag. Ich lege mich hin, Leute. Und dann gucken wir mal, was wir morgen machen können. Oh mein Gott, hier wohnt ja dieser Spider-Sio. Was? Ist sie mir echt verfolgt? Ist sie mir echt gefolgt den ganzen Weg? Nein. Was will sie jetzt von mir? Ich habe eine richtig gute Idee. Oh mein Gott, ich habe eine unnormal gute Idee. Ich lege meine Klamotten weg und sage einfach, dass hier nicht Spider-Sio wohnt. Aber vielleicht erkennt sie mich dann noch von früher und weiß, dass ich das bin. Aber scheiß drauf. Hallo, was kann ich für Sie tun? Können Hallo? Sie mal bitte von meinem Grundstück weggehen? Ja, ich will zu Spider-Stew. Spider-Stew wohnt hier aber nicht. Stew, bist du das? Hä? Amira? Ich hab dich... Blödian, hast mich am Strand vergessen. Amira, kannst du mal bitte hier weggehen? Nein, wir sind nicht mehr zusammen. Ja, Spider-Stew wohnt hier nicht. Doch, er wohnt hier. Nein, Spider-Stew wohnt hier nicht. Kannst du mal bitte rausgehen? Hä? Spider-Stew, Hilfe, bitte! Spider-Stew ist hier nicht. Wer ist überhaupt dieser Spider-Stew? Was laberst du da? Nur weil er sich so anhört wie mein originaler Name? Denkst du auch, dass es hier Spider-Stew? Spider-Stew, das habe ich ja nicht. So was Dummes habe ich ja noch nie gehört. Du bist blöd. Ja, das bin ich. Vergessen. Deshalb habe ich dich auch verlassen. Denk mal darüber nach, wer hier der Blöde ist. Oder wer hier die Blöde ist. Und jetzt hau ab. Leute. Nein, die weiß, wo ich wohne. Was soll ich machen? Eigentlich wollte ich doch das nächste Mal wieder für Gerechtigkeit sorgen. Und wer war diese komische Kreatur? Lasst auf jeden Fall einen fetten Like da und schreibt mal unten in die Kommentare, wenn ihr glaubt, dass ich dieser komischen Kreatur im nächsten Part vertrauen soll. Aktiviert die Glocke, wir sehen uns nächstes Mal. Haut rein. Peace.